Ha. Welcome to the Gimbal System. Vacation spot of the Empire of Kilra. Gimbal's habitable world is one huge forest. Kilrathi nobles and officers come here to hunt with their bear claws. Here they bring human POWs here and turn them loose in the woods. Just so those hairy brutes can get their kicks by hunting them down. Man, I'll be glad when we kick those fleabags out of the sector. Yep, da freue ich mich auch schon drauf. Iceman. Let me give you a tip, kid. Never rush a Yalti head on. Ja, da hast du sogar recht. Yalti carries 6 front-mounted laser cannons. First shot takes out your shields. Second the armor and the third blow through the cockpit. Bam. Extra nochmal für sie die Kosten für Munition. Arschloch. Ah, bonjour. I have been reviewing our data on the Kilrathi Starfighters. Our information indicates that in all cases, the side armor is weaker than that to the front or rear. Ja, das ist doch bei unseren Schiffen genauso. Herzlichen Glückwunsch, Angel. Indeed, monsieur. The best attack line would be from the flanks. Nein. Das lässt der Yalti bestimmt auch mit sich machen. Extra nochmal die Kosten für Munition, ey. Gimle System. Ich hatte mal einen Bug, der ging die Sternzeit nie weiter. The Claw's not the first Terran ship to arrive. Das finde ich gut. We've got a handful of battleships already in system. Most of these ships are currently under attack by Kilrathi. Das ist schlecht. Angel! Yay, Angel! Die kann wenigstens schießen. Let's go burn those hairballs. Ich hoffe, Squadron 42 spielt sich so ähnlich. Das wäre so geil. Yes. Ich liebe dieses Schiff. Die hält wenigstens ein bisschen was aus. Was? Angel? Dann mach dich mal nützlich. Das sind die Waffen. Wo habe ich dich denn? Da. Bam! Angel haut mal wieder voll auf die Kacke. Nee, ich möchte nicht meine guten Raketen jetzt schon verballern. Bam. So. Da lang. Das kommt noch dazu. Warum muss ich mit der Französin fliegen? Weil sie was drauf hat, deswegen. Was haben wir denn hier? Yaltis, wie ich die hasse. Okay, gucken wir mal, ob wir die... Hä,
Großes Raumschiff, du stehst ja gerade so ein bisschen im Weg. So. Stirb, du Kackbratze. Wow, was zum... Ach, fuck. Tja. Das gibt Anschiss. Jetzt schimpft da, jetzt schimpft da. So, jetzt könnte ich laden oder auch nicht. Ja, Maniac nervt nicht. Sag mal, ist der vielleicht bekifft? Der hat so leicht rot unterlaufene Augen. Jetzt muss ich die anderen zwei Missionen auf jeden Fall super reißen, sonst wird das nix. Yay, neue Flieger testen. Und ja, jetzt hat bestimmt eine Miezekätzchen einen Blechstern gekriegt. Yay. So, was haben wir denn hier? Ja, kann man mit leben. Ja, ab die Post. Oh ja, auf jeden Fall. Eine Yalti stelle ich mir echt böse vor. Vor allen Dingen, wenn du damit Full Guns tatsächlich einmal triffst, ist so eine Jägergeschichte.
wie Bossman schon sagte, zwei Treffer und das Ganze ist durch. Oder was, Iceman? Einer von den Mans hat's gesagt. Ich meine, Gralti, ich glaube, so hießen die, muss auch fies sein. Das ist ja der überschwere neue Jäger von den Kilrathi. Der muss auch böse sein zu fliegen. Ich meine, es sind ja nur Laser. Das muss man ja noch dazu sagen. Das ist ja jetzt nichts Hochtrabendes, aber es sind halt 6 Stück davon. So. Da hat es gerade schon ein feindliches Schiff zerbröselt. Na, haust du ab oder machst du nur Urlaub? Na komm. Ich bin nicht dein Captain. Ich bin nur First Lieutenant. Wenn hier einer Captain ist, Angel, dann bist du das. Komm, put. Dich verarbeite ich zu Katzenstreu. Ja, ganz so weit sind wir noch nicht. Angel? Da. Wir können ja mal ein paar Raketen ausprobieren. Skills, die lege ich nämlich auch mal. Hehe, joink. Das kann ich auch, Bitch. Ja, die Mass Driver sind echt kacke. Aber die Neutronenguns finde ich fies. Also die machen ordentlich Kavems und haben auch eine akzeptable Reichweite. Was haben wir denn da? Gratas, genau, die meine ich. Die mag ich nämlich auch nicht. So, was hältst du davon? Ich habe immer noch keine Kinder, du dreckiges kleines Katzenballvieh. Könnte Wing Commander der Grund sein, dass ich lieber Hunde mag? Komm, Angel, lass mich da mal vorbei. Bam! Wenn du den Kill nicht willst, dann nehme ich den. Vielleicht hat der Ranger ja nicht. Ja, aber ich habe doch noch gar nichts mit Angel am Laufen. Außer das Spiel hat mir irgendetwas nicht gesagt. Mon Capitain. Los, lass mich endlich landen. Danke. Also das Schiffchen ist echt nice.
Welcome back, Traka. What do you think of the rapier? I like. Daumen nach oben. I must agree with First Lieutenant Morgannone. Vielleicht lernt Tactical dann endlich mal, dass man Schlachtschiffe nicht ohne Jäger-Eskorte rumfliegen lässt. I want to see you in my office after you've cleaned up. Nachdem ich das Schiff geputzt habe? Dankeschön. Kann ich nicht erst den Anschiss kriegen? Weiß ich wenigstens, warum ich putze. Puja! Ich bin jetzt Captain Abby. Hast du das gehört? Und wir schießen die ganze Zeit Kätzchen ab. Piu, piu, piu. Mein Hund ist sehr zufrieden damit. Sehr damit einverstanden, was ich hier tue. Blue Devil Squadron. Duckhath. Hier ist die Fanpost der Angehörigen der Exeter. Near Plankstar. Shooting helpless man, but he's not so tough if you're still in your ship. Wenn ich mich jetzt nicht dumm anstelle, weiß ich, dass ich in die Blue Lion Squadron komme. Yes, bitte speichern, dankeschön. Ach, die Exeter Crew soll sich nicht so anstellen. Na, kriegst du die anderen Geschwader auch noch zusammen? Genau, die Killer Bees. Ja, es sind vier, aber ich krieg das vierte auch nicht mehr zusammen. Die Black Lions, die Blue Devils und die Killer Bees, an die kann ich mich auch noch erinnern. Die Blue Devils waren die mit der Scimitar, die Killer Bees sind dieses Hornet-Geschwader, das Black Lion ist das Raptor-Geschwader. Aber dann müsste eigentlich das, in dem ich jetzt drin bin, müsste eigentlich ein anderes sein. Aber da weiß ich nicht, wie es heißt. Vielleicht steht es auf dem Schiff drauf.
Ich weiß, wenn man total scheiße fliegt, dann landet man wieder bei den Killer Bees. Ja, ja, das Black Lines ist das Rapier, das ist das Neue. Des Blue Devils müsste das Scimitar sein. Und das Killer Beast das Hornet. Und dann fehlt das, in dem ich jetzt gerade quasi bin. Warte mal, habt ihr... Nö, da ist ja gar nicht drin. Na dann, boosten wir mal rein und scheuchen sie auf. Und schon den ersten Kill eingeheimst, haha. Ungefähr irgendjemand fragt, ja, der Leck muss sein. Der gehört einfach dazu. Scheiße, eine Rakete verschwendet. Nein, das ist das Falsche. Der ist da. Na komm, du Energiekonsole. So, Angel, willst du den jetzt auch mal abknallen oder soll ich dir helfen? Na, also geht doch. Na komm, da kommen. Was haben wir denn hier? Da haben wir die richtigen Raketen. Na, welche Rakete trifft? Na komm schon, du Fellball, ich will deinen Tod. Hallo, bist du unverwundbar oder was? Ah. Angel, das sind nur Draltis, da braucht man sich jetzt echt keine Sorgen machen. Ab ins All mit dir, du Katzenfell-Drecks-Scheiß-Vieh. So. Nein, ich liebe Katzen, total. Ja, piu piu piu. Wer braucht schon die Exeter, wenn er so einen Piloten wie mich hat? Yep. Good work, Captain. Wenn es insgesamt 9 waren und wir 7 abgeschossen haben.
Fehlt doch ein bisschen was. Nämlich einer. Den haben wir nach Hause laufen lassen, damit er berichtet. Na, wohin versetzt du mich? Na, wohin? Okay. Nicht gut. Nein, ich habe nichts falsch gemacht. Erzähl das der Exeter.